Hallo, Raff Tütitek hier mit einem neuen Video. Ja, ich war zum Shoppen in Münster. Also ich war bei dem Secondhändler in André, da wo es halt gebrauchte Musik, Filme und Games gibt. Und ja, ich habe da Sachen verkauft, aber ich bin auch fündig geworden. Und ich wollte dir mal zeigen, was ich alles geholt habe. Also das sind Blu-ray-Discs und CDs. Ich habe hier eine CD von One Republic, Waking Up heißt das Album. Das habe ich nicht für mich mitgebracht, sondern für Petra. Das ist dieses Album hier. Ich weiß noch nicht mal, ob wir das in der Sammlung haben oder nicht, aber ich habe das jetzt mal mitgenommen für 3 €. Dann habe ich was für Kerstin geholt. Von Bob Marley and the Wailers, das Album Survival. Ist einmal das Album hier. Für 5 €. Und dann habe ich für Kerstin noch einen Film besorgt, aber ich weiß es nicht, ob sie den schon hat oder ob sie den nicht hat. Das weiß ich nicht genau. Den habe ich jetzt einfach mal so auf Geratewohl mitgebracht. Mal sehen, ob sie den schon hat oder ob sie den noch nicht hat. Genau. So, dann habe ich noch eine CD für mich gefunden. So wäre Best of the Hollies, aber das ist auch Musik, die Petra mithören würde. Boah, ich glaube, ich werde erkältet, denn meine Stimme klingt so ein bisschen belegt, ne? Aber für das Video gibt es noch. Also, die hat 4 € gekostet, genau. Ja, das Cover ist zwar jetzt nicht so schön, aber egal, dafür ist gute Musik drauf. Und dann habe ich noch 4 Blu-rays geholt. Und die habe ich schon sortiert in der Reihenfolge, in der ich die wahrscheinlich schauen werde. Ein Godzilla-Film von Legendary Pictures. So. Den hatte ich einmal im Kino gesehen und kann sein, dass ich ihn mal im Fernsehen gesehen habe. Aber ich weiß nicht mehr genau. 5 € hat er gekostet. Dann habe ich einen MCU-Film geholt, der mir noch fehlt. Der unglaubliche Hulk. Das war einer der ersten MCU-Filme nach Iron Man. Achso, so. Nach Iron Man, genau. Das ist einmal der Hulk-Film mit Edward Norton und danach wurde die Rolle ja mit Mark Ruffalo besetzt. Die hat auch 5 € gekostet, diese Blu-ray. Dann habe ich mir so einen Fantasy-Abenteuerfilm geholt. Prince of Persia, der Sand der Zeit, genau. 2-Disc-Set steht hier drauf. Da habe ich nicht drauf geachtet, aber egal. Den habe ich einmal im Kino gesehen und 2 oder 3 Mal im Fernsehen. Aber schon länger her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Dafür habe ich 3 € bezahlt. Und dann habe ich noch einen Film mit Anthony Hopkins geholt. Roter Drache. Ja, es ist eine Romanverfilmung, aber mir fällt gerade nicht ein, wie der Schriftsteller heißt. Aber ich habe so die ganzen Bücher. Aber der Name fällt mir nicht mal ein von dem Schriftsteller. Ja, Roter Drache ist eigentlich die Vorgeschichte, also, ist eigentlich die Vorgeschichte zu Das Schweigende Lämmer. Also erst gab es den Roman Roter Drache und dann gab es den Roman Das Schweigende Lämmer. Und mit Film ist es umgekehrt. Erst gab es den Film Das Schweigende Lämmer und dann diesen hier, Roter Drache. Da habe ich auch 5 € für bezahlt. Ja, kurzes Update, ne? Also was ich in Münster bei André gefunden habe. Und ja, das war schon mit diesem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.